Schönen guten Morgen, lieber Rasenfreak. Dieses Jahr steht im Zeichen leiser Maschinen. Yeah. Ja, wir müssen unsere Maschinen leiser kriegen, sonst steigen uns die Nachbarn aufs Dach. Leise Maschinen sind das A und O. Und deswegen habe ich für meinen Toro Greensmaster einen neuen Auspuff gekauft. Boing. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was bringt ein neuer, frischer Auspuff im Vergleich zu einem Auspuff, der jetzt hier fast 5000 Stunden an der Maschine hing. Wir werden jetzt mal den messen und dann werden wir den neuen messen. Und dann bin ich mal gespannt, ob mein Maschinchen dann doch ein ganzes Stück leiser ist. Yeah! War gar nicht so teuer, also war die 190 Euro, hat er gekostet. Neuer Auspuff, hier ist der alte Auspuff drin. Jetzt bauen wir mal hier dieses Schutzgitter ab, dann lassen wir nochmal laufen und dann bauen wir um und lassen wir nochmal laufen und das messen wir mit meinem Handy. Ich bin mal sehr gespannt. Jetzt stellt sich immer die große Frage, Zoll oder metrisch? Die habe ich ja schon mal abgemacht hier. Oder habe ich die nicht abgemacht? Weiß ich nicht. Das ist ein 8,8er. Also das ist ein metrisches Gewinde. Also es ist wirklich bei Toro hier wild gemischt. Wild gemischt. Ganz raus die Schraube. So. Okay. Ihr könnt ja schon mal Wetten abschließen. Bringt es was oder bringt es gar nichts? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, jetzt messen wir erstmal. Jetzt läuft er. Okay. Starten. Oh, es ist kalt. Also 80. Also am Fahrerohr im Standgas 80 und bei Vollgas 90 am Fahrerohr, hier in diesem Raum. So, jetzt wechseln wir. Naja. Easy. So, na gut, dann testen wir mal. Hier, 85. So. 80. Also Freaks, hat nichts gebracht. Schade. Ja, hätte ja sein können, aber hat nichts gebracht. Die Dinger sind einfach so laut. 90 dB, ich meine, das geht ja noch, 90 dB. Jetzt hier gerade in der Werkstatt. Draußen wirkt das nicht ganz so laut. Es läuft vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen runder. Aber es kann auch Einbildung sein. Okay.
Schiff. Wieso gut gezielt? Wieso was denn? Ich war scharf am Auto vorbei. Ja? Vorne mit deinem Ausleger. Ja, aber gut gezielt. Ist nicht viel leiser. Nicht viel leiser? Oh. So, lieber Radfix. Ja, das war das Thema Auspuff. Neuer Auspuff für den Greensmaster. Hat nicht viel gebracht. Gefühlt ist er jetzt ein bisschen leiser. Meine Frau sagte, der ist überhaupt nicht laut, als sie hier vorhin angekommen ist. Als ich hinten hinterm Haus war, hat sie mich gar nicht gehört. Also er brummt natürlich so vor sich hin. Er ist halt ein Diesel, er brummt natürlich. Und ich finde das aber ganz angenehm. Und das Coole ist eben, ich bin in 10 Minuten mit der Maschine fertig bei meinen 800 Quadratmetern. Das geht dann ratzifatzi. So, ja, wir machen jetzt weiter hier mit unseren Greensmaster Spindeln. Ich habe die Spindeln soweit komplett zerlegt. Ich habe mich jetzt entschieden, das Untermesser und noch ein paar andere Teile, hier die Heckrollen und auch diese Seitengewichte lackieren zu lassen. Natürlich in Signalrot, RAL 3001. Ja, ich hatte angefangen, die erst ein bisschen abzuschleifen, aber ich lasse die jetzt doch einmal Pulver beschichten. Ich werde das Untermesser drauf lassen, vorher leicht lösen. Dann sollen die einmal hier rüberkleben, dass ich nachher die Schrauben gut rauskriege. Und dann schneide ich hier sauber den Lack nochmal ein und nehme das Untermesser ab und setze dann das neue Untermesser drauf. Das, glaube ich, ist die solideste Sache, um hier eine schöne Oberfläche zu kriegen, dass das Gras auch nicht so mehr festklebt, gerade hier in der Fläche, dass die schön glatt wird und nicht mehr rostet. Ja, so, das machen wir jetzt. Jetzt werden wir noch die Bürsten, diese Bürsten auseinanderschrauben. Diese Abstreifbürste. Ich habe ja neue Bürstenschnecken hier gekauft. Die Abstreifbürste werde ich jetzt auseinandernehmen. Ich will die Lagerung ersetzen. Die fühlt sich noch ganz gut an. Die ist völlig hin. Die ist hin. Also die Lager werde ich jetzt gleich mit erneuern. Ich hoffe, es ist kein... Oh, knirsch. Oh, ist die hin, ey. Oh, da fällt sie schon auseinander. Easy. Ach, die sind da reingedreht, die Lager. Na, bin ich aber wieder gespannt, ob ich da einen Ersatz für kriege. Ja gut, die bauen wir auseinander. Dann werde ich wahrscheinlich auch diese Stange lackieren lassen. Wenn ich schon mal die Teile lackieren lasse, damit die auch hübsch bleibt. Auch in Rot, das sieht bestimmt super cool aus. Diese Teile hier, weiß ich nicht, ob ich die mit lackieren lasse. Das sind die Teile hier, wo die Motoren raufgeschraubt, raufgesetzt werden. Nee, jetzt sind einfach nur davor. Perfekt. So, ja, das sind hier unsere ganzen Teile, die ich zum Lackieren geben will. Die ganzen Einzelteile komplett zerlegt. Und ja, hier überlege ich noch, ob ich die werde ich wahrscheinlich nicht lackieren lassen. Die will ich nur selber ein bisschen blank machen und dann vielleicht ein bisschen überpüstern. Weil die sind ziemlich eng geführt hier in den Aludruckusgehäusen. Das sind hier die Stangen für die Bürsten. Ja, die ganzen Teile hier für den Bürstenantrieb, die lasse ich auch gleich mit lackieren. Und dann eben mal die Untermesser. Ja, und ich muss noch jetzt von den zwei restlichen Untermessern die Schrauben lösen. Und da habt ihr ja viele gute Tipps gegeben, hier mit so einem Schlagschrauber. Ich werde aber trotzdem jetzt diese Austreiber-Schlagmethode erstmal weiterverwenden, weil ich brauche halt für so einen Schlagschrauber auch so eine ganz breite Schlitz, so einen ganz breiten Schlitzbit.
Und den habe ich nicht und ich werde das jetzt so machen. Und Marvin Ettrich, hier der Profi-Schleifer, hat auch gesagt, die lösen diese Untermesserschrauben so oder bohren sie halt aus, was da sehr genau am schnellsten geht. Allerdings bei diesen Schlitzschrauben nicht so gut. Bei John Deere, da haben die teilweise Imbusschrauben und die kann man natürlich super ausbohren, weil die auch sehr weich sind. Okay, das machen wir jetzt fertig und dann bringe ich die ganzen Teile weg. Und dann müssen wir warten, bis sie wieder zurückkommen. Ich habe noch ein paar Lager bestellt. Alle Lager mache ich jetzt neu hier von der Spindeleinheit komplett. War wieder schwierig. Da waren natürlich wieder Zolllager dabei. Oh Mann, ey. Aber bei Kaufland, könnt ihr das vorstellen? Bei Kaufland habe ich hier diese, wo sind sie? Warte mal, ich zeige sie mal. Diese Lager habe ich bei Kaufland gekriegt. Das sind so, ja, Lagerschalenlager mit so einer konischen Außen, so einem konischen Außenring und bei Kaufland. Wie es der Zufall so will, habe ich hier schon wahrscheinlich ein Kugellager bekommen. Da bin ich mal gespannt, ey. Eben noch gezeigt und dann kommt die Post. Da bin ich ja mal gespannt. Kaufland. Okay. Was haben wir denn Schönes hier? Roller Bearing. 6x. Okay. Roller Bearing. Lieferschein. Roller Bearing. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. UC205. Oh. Ein Traum. Ein Traum. UC205. Roller Bearing. Ey, ist doch Wahnsinn, oder? Checker. Checker. Passt. Passt sowas von gut. Messer zu. Boah, mega. Oh, sowas von spielfrei. Cool. Cool. Ey, die haben keine Bohrung für die Innenschmierung der Lager. Brauchen wir auch nicht. Wahnsinn. Oh, super. War nicht ganz billig. Also ist das Lager, ich glaube, 11 Euro. Aber perfekt. Klasse. Ja, super. Aber sowas von gut. Perfekto. Ja, super. Also das passt. Cool. Viel einfacher. Das war jetzt ein zweiteiliges Lager mit so einem exzentrischen Spannring und mit so einer Schmierungsbohrung. Und das ist jetzt ein einteiliges Lager. Nehmt es wieder raus. Zack. Ein einteiliges Lager ohne Schmierungsbohrung. Aber das sollte lang genug halten. Yeah! Cool, schnell wieder einpacken. Einen riesigen Berg Papier. Einen riesigen Berg Papier. Ja, cool. Schnell wieder rein in die Tüte. Wunderbar, wunderbar. Aber eigentlich wollen wir ja die Schrauben von den Untermessern jetzt noch lösen. Und dann ist auch schon wieder vorbei mit dem Video. Fäustling. Hui, das geht nicht so gut. Boah. Kacke. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe keinen Rostlöser hierauf gemacht. Löst sich. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Die löst sich.
Die ist fest. Die löst sich. Die löst sich. Die löst sich. Na komm. Na komm. Boah. Löst sich. Fest. Ah. Zwei sind fest. Löst sich. Löst sich. Löst sich. Löst sich. Löst sich. Löst sich. So. Löst sich. Löst sich. Okay. Löst sich, löst sich, löst sich. Was ist damit jetzt hier? Löst sich. Löst sich, löst sich, löst sich. Der löst sich nicht mehr, die einzige. So, die will nicht. Komm, Baby. Kommt. Hab sie. Alle gelöst. Ja. Gut. Drüber ran, Fix. Das war's jetzt mit dem Video. Ich fahre jetzt zum Pulverbeschichter, um die ganzen Teile lackieren zu lassen. Das dauert wahrscheinlich wieder 2 Wochen. Und dann geht's an Zusammenbauen. In der Zwischenzeit werde ich noch die letzten Gehäuse hier ein bisschen aufarbeiten. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.